Hallo ihr Lieben, demokratischer Widerstand. Ich will euch aufmerksam machen auf die Seite 12, wo sehr schön berichtet wird über Julian Assange. Ich habe es vorbereitet. Schaut mal hier. Der Geist der Zeit. Ein sehr interessanter Bericht. Überhaupt die gesamte Zeitung ist sehr interessant. Julian Assange befindet sich zurzeit auch seit 2 Jahren nach dem Treffen mit Nils Melzer immer noch in der britischen Justizvollzugsanstalt Belmarsh, ausgesetzt einer Isolationsfolter, konfrontiert mit der täglichen Drohung, an die USA ausgeliefert zu werden, wo ihm 175 Jahre Haft oder gar die Todesstrafe drohen. Da wird ein Aufklärer, der mit Hilfe von Whistleblowern über Kriegsverbrechen berichten könnte, kaltgestellt und mit ihm ein dringend notwendiges Korrektiv zur Macht. Also wirklich schrecklich. Schrecklich. Unglaublich. Hier.